Hi, heute möchte ich über ein Thema sprechen, was ich als gläubige Frau sehr schön finde. Und zwar handelt es sich um das Thema Gastfreundschaft. Bei Gastfreundschaft geht es nicht in erster Stelle darum, irgendwie das neueste Haus zu haben, die modernste Möbel oder was weiß ich was, sondern es geht sehr viel um die Herzenseinstellung, dass man sich freut, seine Gäste zu empfangen und eine schöne Zeit bei sich zu bereiten, dass es einem wichtig ist, dass die Leute, die zu Besuch kommen, sich wohlfühlen. Und für mich als gläubige Person natürlich, was am allerwichtigsten ist, dass es den Herrn Jesus ehrt, dass die Person, die zu Besuch kommt, wirklich merkt, dass dieser Ort ein ganz besonderer Ort ist, ein Ort, an dem Gottes Liebe wirklich zu spüren ist. Also ganz vorab, es geht sehr viel mehr um die Herzenshaltung als um irgendwelche Möbel oder darum, ob man jetzt ein Haus oder eine Wohnung hat oder was auch immer. Auch wenn du vielleicht bei deinen Eltern wohnst und deine Freundinnen dich in deinem eigenen Zimmer besuchen, selbst da kannst du auch Gastfreundschaft üben, denke ich. Auch unter den frühen Christen in der Bibel kann man davon lesen, dass sie untereinander sehr viel Gastfreundschaft geübt haben. Als ganz kurzes Beispiel möchte ich hier zum Beispiel einige Verse vorlesen. Und zwar am Ende vom Römerbrief in Römer Kapitel 16 ab Vers 21. Es grüßen euch Timotheus, mein Mitarbeiter, und Lucius und Jason und Sosipater, meine Verwandten. Ich, Tertius, der ich den Brief niedergeschrieben habe, grüße euch im Herrn. Es grüßt euch Gaius, der mich und die ganze Gemeinde beherbergt. Es grüßt euch Erastus, der Stadtverwalter, und Quartus, der Bruder. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie groß diese Gemeinde war, die dieser Gaius hier beherbergt hat, aber ich finde, es zeugt schon von einer sehr großen Gastfreundschaft, wenn man wirklich eine ganze Gemeinde bei sich beherbergt. Also ich weiß es nicht, ob er sie bei sich zu Hause beherbergt hat oder ob er irgendeine bestimmte Herberge hatte, in denen er sie alle unterbringen konnte. Aber ich finde, das zeugt trotzdem so oder so von einer großen Gastfreundschaft. Nachdem ich jetzt über das Thema Gastfreundschaft an sich ein wenig gesprochen habe, kommen wir jetzt zu ein paar praktischen Tipps, die ich zum Thema Gastfreundschaft geben wollte. Mein erster Punkt ist das Thema Wohlfühlen. Es klingt zwar offensichtlich, aber ich denke, viele von uns waren schon mal irgendwo zu Gast, wo wir uns nicht ganz so wohl gefühlt haben. Also auch wenn es offensichtlich klingt, ist das etwas, worauf nicht alle Leute achten, wenn sie jemanden zu sich einladen. Zum Thema Wohlfühlen zähle ich jetzt zum einen zum Beispiel das Emotionale, also dass die Person sich emotional willkommen bei dir fühlt, dass du sie herzlich empfängst, dass du nicht am Handy sitzt, während sie bei dir zu Besuch ist. Also natürlich kann man ganz kurz mal ans Handy gehen, dann kann man zum Beispiel sagen, ja, Entschuldigung, ich muss kurz was schauen, ich muss kurz was schreiben oder sonst was, aber dass man nicht die ganze Zeit immer wieder mit dem Handy beschäftigt ist, während die andere Person bei einem am Tisch sitzt. Achte darauf, dass du die Person warm und herzlich empfängst und dass du ihr ganz viel Aufmerksamkeit in der Zeit, in der sie bei dir ist, schenkst. Sollte es zum Beispiel schwieriger sein, zu dir nach Hause zu kommen, weil du in einem kleinen Ort wohnst oder weil die Busverbindung nicht ganz so gut ist oder sowas, dann achte vielleicht schon bevor die Person überhaupt zu dir nach Hause gekommen ist, darauf, dass die Person es relativ einfach hat, zu dir zu kommen. Also indem du ihr zum Beispiel vorher dabei hilfst, eine gute Busverbindung rauszufinden oder indem du sie von der Bushaltestelle abholst oder sonstiges. Etwas, was ich sehr stark empfehlen würde, wäre der Person auch etwas zu essen und zu trinken anzubieten. Natürlich musst du jetzt nicht jedes Mal ein 5-Gänge-Menü auf den Tisch stellen, wenn jemand zu dir zu Besuch kommt, aber ich würde schon sehr empfehlen, der Person etwas zu trinken anzubieten und auch etwas zu essen anzubieten. Also das kann einfach Kleinigkeiten sein, wie ein Brot mit Käse oder vielleicht ein Kuchen oder Kekse oder irgendetwas. Also das können sowohl solche Kleinigkeiten sein, aber was ich persönlich zum Beispiel auch sehr schön finde, ist die Person einfach zu fragen, ob sie denn zum Beispiel mit einem zusammen Mittagessen möchte. Also ob die Person schon woanders gegessen hat oder ob sie gerne bei einem mitessen möchte. Das finde ich auch sehr schön und gastfreundlich. Nicht alle Leute, wenn sie Hunger haben, werden zu dir kommen und dich fragen, ob du ihnen etwas zu essen geben kannst. Frage du somit immer wieder nach, möchtest du vielleicht irgendwas essen, möchtest du vielleicht was trinken? Und auch wenn die Person vielleicht Nein sagt und dass sie keinen Hunger hat, finde ich es sehr empfehlenswert, einfach immer eine Kleinigkeit zumindest auf den Tisch zu stellen. Sollte die Person nicht nur für 2 Stunden, sondern für länger zu dir zu Besuch kommen, dann frage immer wieder nach. Das Thema Essen und Trinken gehört zwar auch schon zum physischen Wohlergehen von deinen Gästen, aber ich finde, das hat auch etwas mit dem emotionalen Wohlergehen zu tun. Weil ich finde, das gibt den Gästen viel mehr das Gefühl, dass sie wirklich willkommen bei einem sind, als wenn man ihnen nichts zu essen oder trinken anbietet. Der nächste Tipp ist natürlich kein Muss,
aber etwas, was ich auch sehr schön finde, und das ist eine kleine Aufmerksamkeit. Wenn du im Geschäft bist und vielleicht weißt, dass deine Oma übermorgen zu dir zu Besuch kommen wird, dann halte vielleicht Ausschau nach einer Kleinigkeit, über die sie sich freuen würde. Auch hier geht es wieder nicht darum, dass du irgendwie 20 Euro oder so für dieses Geschenk ausgibst, sondern vielmehr um deine Herzenshaltung dahinter, dass du der Person eine kleine Freude bereiten möchtest. Wenn du zum Beispiel weißt, dass deine Oma sehr gerne Pflanzen mag, dann kannst du ihr zum Beispiel eine kleine Pflanze für 99 Cent kaufen. Und ich denke, sie wird sich sowohl über die Pflanze freuen, als auch über die Intention dahinter, dass du ihr eine kleine Freude bereiten wolltest. Als nächstes wollte ich mehr auf das physische Wohlergehen von deinen Gästen eingehen. Sollten deine Gäste bei dir übernachten, dann achte darauf, dass das Bettzeug frisch gewaschen ist und dass sie auch überhaupt genügend Bettzeug haben und dass es, wie gesagt, sauber und frisch gewaschen ist. Das Thema Sauberkeit und Ordnung ist natürlich ganz generell wichtig. Also achte darauf, dass keine Spinnenweben irgendwo hängen oder dass es total verstaubt ist. Frag deine Gäste vielleicht immer mal wieder danach, ob es ihnen vielleicht zu warm oder zu kalt ist. Wenn deine Gäste bei dir übernachten, dann leg ihnen vielleicht extra Handtücher bereit. Nochmal ganz kurz zum Thema Essen und Trinken. Also wenn deine Gäste vielleicht für mehrere Tage bei dir sind, dann kannst du ihnen beispielsweise entweder einfach sagen, dass sie sich was zu essen und trinken nehmen können, wenn sie möchten. Also ich meine damit jetzt nicht Frühstück, Mittag und Abendessen, was ihr wahrscheinlich zusammen essen werdet, sondern ich meine so etwas wie kleine Snacks zwischendurch, falls deine Gäste vielleicht mal zwischendurch Hunger bekommen. Und Trinken sollte natürlich immer zugänglich für deine Gäste sein. Wenn du aber nicht möchtest, dass deine Gäste sich bei dir selber bedienen, dann kannst du ihnen zum Beispiel Flaschen Wasser und Snacks einfach irgendwo bereitstellen. Dann wollte ich noch ganz kurz auf das Thema Interessen zu sprechen kommen. Ich persönlich finde es beispielsweise nicht so schön, wenn ich zu einer Freundin kommen würde und sie die ganze Zeit weltliche Musik, die ich nicht gerne mag, im Hintergrund anmachen würde. Gehe also auch bei solchen Themen respektvoll mit deinen Gästen um. Des Weiteren kann man seinen Gästen Wertschätzung zeigen, indem man darauf achtet, was sie gerne machen möchten. Vielleicht hatten deine Gäste eine anstrengende Woche hinter sich und würden sich am liebsten einfach sehr viel ausruhen. Vielleicht würden sie aber auch gerne etwas unternehmen und zum Beispiel einen Spaziergang machen. Vor allem als gläubige Person würde ich hier empfehlen, sich selber etwas zurückzunehmen und darauf einzugehen, was die andere Person gerne machen möchte. Insofern es natürlich biblisch ist. Also wenn die andere Person jetzt in irgendwelche Kneipen oder Diskos gehen will, dann heißt das natürlich nicht, dass du so etwas mit dir tun solltest. Ich spreche hier selbstverständlich von solchen Dingen wie sich auszuruhen, spazieren zu gehen, sich unterhalten, Bowling spielen zu gehen oder solche Sachen. Zum Schluss wollte ich noch mal ein paar Tipps für die andere Seite, also wenn man selber der Gast ist, geben. Das hier ist natürlich kein Muss, aber eine kleine Aufmerksamkeit würde ich auch hier von dieser Sichtweise wieder sehr ans Herz legen. Ich denke, fast jeder Mensch freut sich darüber. Achte darauf, bei deinen Gastgebern Ordnung zu halten. Dazu gehören auch solche Dinge wie die Schuhe vor der Tür auszuziehen, außer natürlich die Gastgeber sagen dir, dass du das nicht tun brauchst. Ich finde es auch wichtig, auf seine Lautstärke zu achten. Also wenn deine Gastgeber vielleicht ein Baby haben und das Baby schläft, dann achte natürlich darauf, dass du da nicht irgendwie zu laut bist und das Baby aufwächst. Wenn du öfters bei diesen Personen zu Besuch bist und dir zum Beispiel auffällt, dass sich irgendwas verändert hat, zum Beispiel die Wandfarbe anders ist oder die Möbel oder sonst irgendwas, dann erwähne das ruhig und sag vielleicht etwas Nettes dazu. Ich denke, fast jeder freut sich auch über so etwas. Das war's hier heute mit diesem Video. Man könnte natürlich noch sehr vieles zu diesem Thema sagen. Wenn euch noch ein paar Tipps einfallen, könnt ihr sie sehr gerne unten in die Kommentare schreiben. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.